Menschen sind auf der Flucht aus der Ukraine und weltweit. Sie benötigen Hilfe. In der Diakonie haben wir verschiedene Spendenmöglichkeiten. Da ist einmal die Diakonie Katastrophenhilfe für die großen Projekte in den Nachbarländern. Hier werden Zelte, Decken, Hygieneartikel und Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt. Dann haben wir Hoffnung für Osteuropa, für kleinere regionale Projekte von Kirchengemeinden, Suppenküchen und anderen Initiativen vor Ort in den Nachbarländern der Ukraine. Und wir haben neu aufgelegt hier für Württemberg den Fonds Ankommen, Hilfe Ukraine und Flucht. Damit wollen wir Menschen, die hier bei uns ankommen, unterstützen. Durch Einzelfall, Nothilfe, aber auch durch integrative Projekte wie Sprachförderungsspiele, Treffs, Begegnungsmöglichkeiten, Ausbildung von Ehrenamtlichen. Sie finden alle drei Spendenmöglichkeiten auf unserer Homepage www.diakonie-württemberg.de. Helfen Sie uns zu helfen. In der Bibel heißt es, wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Wir wollen, dass dies erfahrbar wird, was Gott uns im 36. Psalm verheißt für Menschen, die hier ankommen bei uns.